Nein, es ist, ich meine, wo ist man denn heute sonst noch wild? Wir normalen Menschen, wo ist man denn noch wild? Träume, wer hat noch wilde Träume, wer hat noch wilde Sexträume, hä? Ja, hatten wir Burschen, als wir 14, 15, 16 waren. Feuchte Träume, das dümmste Konzept von Gott, was er je erfunden hat. Wild, so heißt sein 7. Live-Programm, mit dem er derzeit auf Tour ist. Michael Mittermeier, Star der deutschen Comedy-Szene. In der Tipps Arena Linz dürfen wir auf Tuchfühlung gehen. Kein Hauch von Starallüren oder sonst was. Nur Freude, weil sein Bild in der Galerie hängt. Die Konkurrenz natürlich auch. Sollen wir was umhängen? Das interessiert mich nicht. Das kann man hängen lassen. Wir starten vielleicht gleich mit deinem neuen Buch, Die Welt für Anfänger. Da drin schreibst du ja, du bist immer unpünktlich. Du warst aber heute total pünktlich. Wie passt das? Zufall. Also der Verkehr war super. Also eben nicht, der war wenig. Also, und manchmal sagen mir die Jungs dann, du, da ist ein Interview um 6. Und dann ist es halt um 17:45. Das Lustige ist, weil viele denken sich, Welt für Anfänger ist es ein Ratgeber für irgendwas. Und eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich zuerst Michel fängt an. Eigentlich sind es lauter Geschichten aus meinem Leben. Eigentlich ist es ein autobiografisches Mittermeier fängt an, was er immer. Als Kind, als Schüler, das erste Mal auch mit einer Frau natürlich und dann die ersten Male als Comedian und im Ausland und Reisen. Insofern, und wie gesagt, ich bin pünktlich. Zwei Sachen interessieren mich da jetzt. Das erste Mal mit einer Frau und das erste Mal auf der Bühne. Fangen wir mit der Frau an, oder? Nein, das erste, also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann das erste Mal war, weil ich nicht weiß, ob ich drin war, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und mehr muss man darüber nicht erzählen. Das erste Mal auf einer Bühne war ich 4. Mit 4 schon? Ja, wirklich? Im Kindergarten habe ich einen Hund gespielt. Das war eine grandiose Rolle. Und ich sah richtig scheiße aus. Aber ich sah nicht so scheiße aus wie der andere, der eine Kuh spielen musste. Ich hatte wenigstens, wir haben so Lederleiberl angezogen mit Fransen. Und das waren dann quasi die Haare vom Hund. Aber die Kuh hat wirklich einen Kuh, wie so ein Kettsuit, einen Kuhsuit angehabt. Und die hat so scheiße ausgeschaut, die arme Sau. Ich sag mal so, mein erster richtiger Tourauftritt war 87. Ich habe mich ja durchgekämpft auf Fußgängerzonen, erstmal gegen militante Straßenpantomimen, weil ja alle über die Horrorclowns reden, aber niemand spricht über Straßenpantomimen. Die kehren auch weg, Alter. Als ich 16 war, hatte ich meine erste langjährige Freundin, die durfte dann bei mir schon übernachten. Und dann eines Nachts, wir hatten vor dem Einschlafen 6, habe ich in der Nacht feuchte Träume. Und dann habe ich geträumt, ich treib's mit 3 Mädels in diesem Bett. Und dann bin ich aufgewacht. Sie ist aufgeschreckt. Jetzt war ich auch nicht so abgebrüht zu sagen, schade, wo sind die anderen 2? Kurz zum Programm. Da geht es ja wild zu. Es wird eine wilde Party gefeiert auf der Bühne. Warum das? Geben die am meisten her, die wilden Typen? Naja, komm, wir leben in wilden Zeiten in jeglichen Belangen. Also ich meine, politisch gesehen ja. Also ich meine, das ist ja, ich meine, das ist absurd. Ich meine, wenn du siehst die Trump-Family auf der Bühne stehen und sagst, die Monsters haben es jetzt in Farbe gemalt und lassen es auf uns los. Also es ist ja Wahnsinn. Es ist absurd eigentlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja auch schon wild, dass heute irgendwie, keine Ahnung, Männer meines Alters um die 50 mit so kleinen, degenerierten Hunden, so, ich nenne sie Hunderatten, ihr sagt ja Futschlecker dazu, also ins Café kommen und so tun, als ob das jetzt plötzlich in meinem Alter macht man sowas. Ich habe keine Ahnung, in welchem Alter. Also da muss ich 100 werden, dass ich einen Hund brauche. Aber dann ist es ein Blindenhund und nicht so eine mutierte Hamsterratte. Ich sitze im Sommer im Biergarten, sitze so gemütlich da und ich habe ein gelbes T-Shirt an. Nach ein paar Minuten kommt ein dickes Kind zu mir her. Weißt du, so ein dickes Kind, wo du dir denkst, du hast den Felgaufschwung im Sportunterricht nie geschafft. So. Dieses dicke Kind steht vor mir, fix und fertig, hyperventilieren, schaut auf sein Handy, schaut auf mich, bist du der Pokémon? Und ich habe auch in meinem Buch, Die Welt für Anfänger, ein ganzes Österreich-Kapitel. Jo, heißt Schmähtest in Österreich. Und habe da mal aufgeschrieben, welche schrägen Sachen man als Piefke oder Bayer, wie immer man das nimmt, eigentlich in Österreich erlebt. Ich habe ja ein Beispiel auch in meinem Buch, das ist eine Geschichte, die wirklich passiert ist, wo ich in Graz 1988 in einen Hausflur reinkomme und da waren da lauter Hakenkreuzfliesen am Boden, wirklich der Hausflur. Und da habe ich gesagt, du Charlie, das sind Hakenkreuzfliesen. Und der hat nur gesagt, ja, ey. Und ich gesagt, Entschuldigung, das sind bei uns in Deutschland sind die verboten, also geht nicht.
Er sagt, ja, die sind da seit dem Krieg. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, ist schon klar, dass die seit dem Krieg da sind, Logo, aber die sind verboten bei uns in Deutschland. Und dann hat er diesen Satz gesagt, wie ich immer sage, der den Österreicher tief in seinem ganz Innern beschreibt, hat er gesagt, ja, die waren nur gut, die kann man nur nehmen. Ja, und das Lustige ist, du lachst, ist auch immer am Abend, wenn ich das erzähle auf der Bühne, alle Österreicher lachen, weil sie können es alle nachvollziehen. Vielen Dank, war super interessant. Gerne. Und wir freuen uns riesig auf die Show, auf die wilde Party mit dir. Ja, freilich. Also ich gib Gas. Ich darf jeden Abend die Sau rauslassen auf der Bühne. Und das ist super. Schön, oder? Ja, freilich. Jeder spricht von der Lügenpresse. Niemand spricht vom Lügenfernsehen. Da wird nur gelogen, den ganzen Tag. Alles nur gelogen. Einfache Sendung, du schaltest ein, Frauentausch. Schon der Titel ist gelogen. Da siehst du dann immer zwei Frauen, für die du nicht mal einen Kasten Bier eintauschen würdest. Entschuldigung!